Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Beyond the Souls. Ich bin optimistisch, dass wir das in dieser Folge hier hinbekommen. Vorher würde ich gerne noch einmal. Wie sicher ist denn das hier gerade? Ich weiß gar nicht, wo ich dann lang muss. Rechts rum wahrscheinlich? Nee. Okay. Lass uns erstmal weitergehen. Ich werde ja gucken, was passiert. Wahrscheinlich muss ich da lang, oder? Sorry. Ich wollte auch nur. Kann ich einfach hier durch? Guck mal, dass ich hier. Ich werde mich gerade beschweren. So weit weg. Kommst du zurück? Sind dir Tonnen? Tausende trollige Tonnen? Nee. Ich weiß nicht, ob er da jetzt stehen bleibt. Ja, da muss ich. Jamal ist hier. Okay, such einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. So wie direkt links von mir. Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal ein. Das ist doch. Einmal kann ich so das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, Aiden. Nein, Aiden. Man darf uns nicht bemerken. Sorry. Ich werde besetzen. Was ist das hier? Oder ist doch was? Aua. Oh, ernsthaft? Super. Jetzt, Gott! Orientierung! Kann ich irgendjemanden. Nee. Also ich kann die alle nicht besetzen. Ist hier draußen noch jemand? Muss mal kurz rein. Komm ich da irgendwie anders rein? Oder? Vielleicht darf er ja rein. Keine Ahnung. Gut. Such eine Waffe. Ist eine Waffe. Soll ich ihm seine klauen? Gib mir mal deine Waffe, Dude. Nein, das funktioniert auch nicht. Hast du eine Waffe für mich? Ich brauche mal eine Waffe. Ah, das ist nicht eine. Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Der Kerl hat Blut an den Händen. Er verdient den Tod. Komm schon. Oh, die ich schaff das. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. What the fuck? Chill. Natürlich können wir das. Die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! Ja! Achso, wahrscheinlich mit dem Auto? Wie soll ich denn sonst die Tür für sie aufkriegen? Ach, die Tür! Ja, okay, das andere ist ja auch mehr ein Tor als eine Tür. Blutbad! Wo ist denn der Typ?
Nee, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Aber ich komme hier... Oh, jetzt. Es ist nicht wieder zu fein, um über die Leichen drüber zu steigen. Ich muss drum rumlaufen. Dass du das ja... Wo kommst du denn jetzt her? Salim? Abi, Abi. Ah, das war sein Vater. Oder Bruder. Er ist dein Vater? Hey, dein Vater war halt aber schon Arsch. Es tut mir leid, aber... Oh, sorry. Das sollte mich jetzt eigentlich mehr berühren, aber... Oh, verdammt. Fuck, wir müssen weg von hier. Aua auf mich, aua! Wurde angeschossen. Habe ich nicht den Typen getötet, den ihr auch gehasst habt? Ich verstehe euch leider nicht. What? Okay, ich glaube, sie würden mich nicht. Hilfe! Eagle 5, bitte sofortige Abholung, hört ihr mich? Bestätigt Abholung! Verdammt! Ich wollte mich opfern! Die hatten die vor, mich abzuholen! Komm schon, ich bringe mich hier raus.
Arsch gewesen. So Diktatorrichtung. Ich habe beim Briefing nicht genau zugehört, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir auch die Vermutung gehabt, dass er gar kein Arsch war. 10 Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Jody, alles klar? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Ryan. Niemals. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Das war ein hochinteressantes Magazin. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Scheich Sharif. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Warum? Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Du musst Jamal finden und eliminieren. Ja, I got it, ihr habt mich verarscht, aber warum? Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnungen. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Oh oh. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der es erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Oh oh. Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Das Outfit, das wir draußen sind, reden wir über alles, okay? Ich manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Jody? Er war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Alter, der Controller geht hier durch. Dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern. Hast du mich damals in meinem Apartment auch belogen? Jody, um Gottes Willen, du bringst uns doch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Huh. Interesting. Jetzt wissen wir, warum sie abgehauen ist. Oh, und das ist sehr cool. Gerannt. Du kannst vor ihnen nicht weglaufen. Sie werden dich jagen und finden. Du musst
vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst. Intens. Aber ich frage mich immer noch, warum sie ihn getötet. Also was hat das CIA davon, wenn sie einen demokratisch gewählten Präsidenten umbringen? Ryan geküsst. Jo, haben wir gemacht. Der Ergreifung entkommen. Ich hätte ergriffen werden können. Waffe genommen, Soldat, auf dem Dach gerettet. Das war so lange, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Kein Selbstmordversuch unternommen. Ja, das wäre natürlich. Kontrollpunkt passiert. In der Stadt entdeckt werden. Ich weiß nicht mehr, was ich davon alles getan habe und wann nicht und was nicht und... Wo bin ich denn jetzt? Alte Freunde. Oh, tatsächlich. Nach Navajo. Oh, alte Freunde. Treffen wir Nathan wieder? Das wäre schön. Das ist schön. Oh Gott, das ist ja noch besser. Ich kann mir seinen Namen nicht merken. Clayton? Aber ich habe ihn so gern. Und ihre Jacke ist cool. Jody, meine kleine Prinzessin. Oh, lass mich dich ansehen, Kleine. Oh mein Gott, was für eine wunderschöne junge Frau steht da jetzt vor mir. Genauso bezaubernd wie immer. Voller Sorgen. Oh Gott. Verloren. Wie bei unserer ersten Begegnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe. Und? Wie geht's? Aiden? Oh ja. Schön, dich zu sehen, Bruder. Kommst du mit? Oh ja. Ich war besorgt. Sie suchen nach dir. Ich musste weglaufen. Ich hatte keine Wahl. Und du? Woran arbeitest du? Ich bin Chef einer Laborgruppe. Wir klassifizieren Typen von Existenzen, suchen verschiedene Spezies. Sowas in der Art. Es hat keine hohe Priorität, aber ich kann tun, was ich will. Tja. Weiß jemand von meinem Anruf? Nein. Natürlich nicht. Nicht mal Nathan. Wäre ja schön blöd, wenn ich mich mit einer gesuchten Verräterin erwischen lasse. Gab es einen Durchbruch bei der Infrawelt? Oh, da stecken Millionen im Bau des neuen Kondensators. Der mächtigste, der je gebaut wurde. Natürlich war das erst möglich, als die Army mit ins Boot kam. Was ich dir erzählt habe. Hast du was rausgefunden? Am Tag deiner Geburt bekam eine Nora Gray ein Kind im DPA-Krankenhaus. Mama. Angeblich war es eine Totgeburt. Was weißt du sonst noch über Nora? Nicht viel. Ich weiß nur, dass sie bei einem DPA-Forschungsprogramm mitgemacht hat, vor etwa 20 Jahren. Auch sie war begabt. Und der Vater? Weißt du, ob es über ihn irgendwas gibt? Sein Name war Jonathan Nichols. Er starb vor der Geburt. Herzversagen. Mehr weiß ich nicht. Wo ist Nora jetzt? Sie wurde eingewiesen in eine psychiatrische Anstalt. Und zwar direkt nach der Geburt. Laut ihrem Profil müsste sie immer noch dort sein. Ja, warum wohl? Meine Mutter ist in einer Klapsmühle seit 24 Jahren? Ich meine, warum? Was war los? Es stand leider nicht in der Akte. Es tut mir so leid. Alter. Ich muss sie sehen. Jody, ich weiß genau, was du fühlst, aber sie ist in einer psychiatrischen Anstalt. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten, die du gerne willst. Ich suche nicht nach Antworten.
Ich will sie einfach sehen. Ich meine, verstehst du nicht? Sie ist meine Mutter. Wenn ich ihr gegenüberstehe, sehe ich vielleicht, wer ich wirklich bin. Jodie. Das ist eine Hochsicherheits-DPA-Einrichtung. Und du wirst gesucht. Von jeder einzelnen Strafverfolgungsbehörde des Landes. Die werden dich da nicht einfach so reinlassen. Nichts wird mich davon abhalten, sie zu sehen. Cole. Du hast sehr viel riskiert, um mir zu helfen. Danke, Cole. Oh, jetzt weine ich gleich wieder. Das ist emotional. Wie so ein dummes Kind, das seinen Papa verliert. Hey. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich da ganz allein gehen lasse. Oh nein, irgendwas wird fürchterlich schief gehen. Waren das schon alte Freunde, oder? Nee, okay, es geht direkt weiter zur Klinik. Schätze ich mal. Ich weiß echt nicht, Jodie. Keine Wache am Tor. Kein Mensch parkt hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn ich in einer halben Stunde nicht wieder da bin, fahr einfach. Hey, ich warte doch jetzt nicht im Wagen. Cole, warte! Oh Mann, Cole ist so cool! Obwohl ich ihn damals mit Aiden besetzt habe, als ich in die Bar gehen wollte. Nimmt er mir nicht übel. Was? Warum rennt ihr denn so schnell vor? Himmel sieht gruselig aus da hinten. Kommst du mit? Ah ja, okay. Weird. Was? Ich habe nicht zugehört. Ich wollte erstmal nach Security-Kameras gucken, die ich ausschalten kann. Aber hier ist noch nichts. Hi, ich möchte zu Nora Gray. Kann ich erst Ihre Erlaubnis sehen? Können Sie mir helfen? Hören Sie, sie ist meine Mutter. Und ich habe sie nicht gesehen seit... Tut mir leid. Alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. Wo krieg ich den her? Idee? Ich find's raus. Treffer! Nora Gray, 7. Stock, Zimmer 43. Okay. So weit, so gut. Warum ist Cole gerade so unfassbar leise? Wie diese Tür. Mist. Well. Du musst zuerst die Wache ablenken. Ja, das vergesse ich ständig. Interessiert ihn nicht. Was machst du da gerade? Ohne Scheiße, das interessiert mich. Ich kann es nicht mehr lesen. How are you today? Fine, thanks yourself. I bought a new car. Great. I would too, but I don't have enough money for a moment. Have you seen Brenda tonight? Not yet. Das ist das langweiligste Gespräch aller Zeiten. Deswegen wird es nicht beendet. Verdammt. Können wir irgendwas Besseres machen? Das
muss irgendwas geben. Ah, aber welchen Strom? Sehr gut, Einlein. Jetzt mach die Tür auf. Ja, ja, schon dabei. Komm schon. Lauf, lauf, lauf. Hab ganz schön die Ruhe weg. Hat nichts gesehen. Der Gruppenraum, Gesellschaftsraum. Es muss irgendwas geben. Irgendwas, ihr Lieben, wird es geben. Allerdings nicht mehr in dieser Folge, denn dies ist jetzt am Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr seid dann das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin.